Wanderfug vor sein Gesicht. Hol da Luft. Bei FCE-Torhüter Martin Mennel stand am Dienstagmorgen mal für einige Zeit der Fußball nicht im Mittelpunkt. In der Auer Kindertagesstätte Kinderland in Trägerschaft der Johanniter Unfallhilfe übernahm der Sympathieträger die Schirmherrschaft über das Projekt Rettungswichtel unterwegs. Für mich bedeutet das Projekt ganz einfach, dass wir beweisen können, dass die Kleinsten, unsere Vorschulkinder, dass die es drauf haben, erste Hilfe leisten zu können. Und dass wir die Kleinen dabei unterstützen können. Dass wir was beibringen dürfen und dass wir sie motivieren können, für den Nächsten da zu sein, den Nächsten nicht auszulachen, sondern Helfer zu sein, Retter zu sein. Und die sind echt nicht zu klein dazu. Über das neue Johanniter-Projekt Rettungswichtel unterwegs lernen Kinder im Kindergarten oder in der Grundschule ganz spielerisch die Grundlagen der Ersten Hilfe. Mit Unterstützung des Rettungswichtel Johannes haben bereits weit mehr als 200 Kinder erfahren, was im Ernstfall zu tun ist. Natürlich kann jedes Kind auch stolz eine Urkunde mit nach Hause nehmen. Martin Mennel war sich nicht zu schade, sich auch mal ohne Ball ins Gras zu werfen. Es ist vor allem für mich eine sehr, sehr positive Sache, dass die Johanniter nicht einfach nur sagen, wir gehen in unsere Kindergärten oder in unsere Einrichtungen, sondern wir versuchen überall in allen Kindergärten, egal welcher Träger dort mit drin hängt, dort die Kinder in Sachen Erste Hilfe zu schulen und vor allem, weil es halt darum geht, bei den Jüngsten, bei den Kindern anzufangen und zu sagen, wir wollen das spielerisch, auf eine spielerische Art und Weise den Kindern dabei bringen, wie man in Notsituationen reagiert. Martin Mennel, der selbst Vater eines 5-jährigen Sohnes ist, bezeichnet die Schirmherrschaft für das Projekt Rettungswichtel unterwegs als Herzenssache. Und die Johanniter sind froh über den prominenten Unterstützer an ihrer Seite. Das war einfach ein Traum. Wir haben im Grunde wirklich einmal angerufen, kurz erklärt. Er hat eine längere Zeit alle Unterlagen immer bei sich gehabt, immer wieder gelesen. Und dann kam der Anruf, komm vorbei, ich will das. Und ich fand das super. Dass im Grunde auch da die Bereitschaft gleich gezeigt hat und auch mit dem ganzen FC-Erzgebirge, auch mit Michael Vogt, ein super Gespräch gehabt, dass im Grunde das richtig schön losgehen kann. Martin Mennel, der bei der spielerischen Vermittlung der Maßnahmen zur Ersten Hilfe voll mit integriert war, war der Rummel an diesem Tag fast ein wenig zu groß. Er betont, dass sein Engagement ausschließlich der guten Sache dienen soll. Also dass heute die Presse hier ist, das war nicht auf meinem Bestreben hin. Darum haben sich die Johanniter gekümmert, weil sie wollen, dass das Projekt bekannt wird. Und ich möchte das nicht jetzt irgendwie dazu nutzen, dass ich jetzt besser dastehe. Darum ging es nicht, sondern es ging darum, dass die Kinder unterstützt werden, in Notsituationen richtig reagieren zu können, dass sie dort wissen, worum es geht. Und das fand ich unterstützenswert und deshalb mache ich das. Und wie gesagt, das mache ich von Herzen gern. Durch Unterstützung wird Kindern im Projekt Rettungswichtel unterwegs gezeigt, dass man zum Erste-Hilfe-Leisten nicht zu klein oder zu jung ist. Damit kann nicht nur der Schulweg ein wenig sicherer werden.